genauso wie ein echtes Drehding. Um genau zu sein, nennt man so etwas Lenkrad. Also, bereit loszulegen? Warte! Ich brauche mein Spezialfahroutfit! Schick! Also, legen wir los? Warte! Ich brauche mein Spezialfahr-Smoothie! Das ist ein Sojakürbis-Grünkohl-Smoothie. Gibt's nur im Herbst. Schön. Können wir dann jetzt endlich... Warte! Was ist denn noch? Willst du mir nicht die Tür aufhalten? Klick, quietsch. Ein echter Gentleman. Okay, du musst einfach das Lenkrad gerade halten. Dann wirst du... Wieso? Versuchen wir es nochmal. Halt das Lenkrad gerade. Okay, noch ein Versuch. Die Straße geht geradeaus, also das Lenkrad gerade halten. Lenny, du musst auf der Straße bleiben. Ja, aber wozu denn? Wir haben doch sowieso kein richtiges Ziel. Klar haben wir das. Wir fahren nämlich zum, Einkaufen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wow, weiter, Lenny! Gib da, Schnallnase! Papa braucht ein neues Fahroutfit! Euer Heiko! Das war ja unglaublich! Aus dem Weg, Oma! Ganz ruhig, kleine Raserin. Aber ich muss doch shoppen gehen! Das muss warten. Du hast jetzt eine Fahrprüfung zu bestehen. Los, Lenny, los! Los, Lenny, los! Halt! Zur Bushaltestelle geht's da lang. Los, Lenny, los! Los, Lenny, los! Hast du bestanden? Nein, hat sie nicht. Sie hat aber die Geschwindigkeitsbegrenzung ignoriert, den Blinker nicht benutzt und das Prüfungsfahrzeug zum Einkaufszentrum umgeleitet, wo sie dann die arme alte Mrs. Jelinski über den Haufen gebrettert hat. Ich will hier sofort raus. Das ist nicht fair. Als ich das alles im Spiel gemacht habe, habe ich gewonnen. Ihr müsst mal eure Regeln auf die Reihe kriegen. Danke, Leute. Lunas Trommel ist die Bremse. Und Luens Furzkissen ist das Gaspedal. Gaspedal. Ist klar wegen Gas. Kapiert? Dieser Golfschläger ist die Schaltung, der Adventskranz das Lenkrad, Hupe, Blinker und oh, diese Schlüssel sind, tja, die Schlüssel. Verstanden? Klar. Toll! Gut, zuerst den Gurt anlegen. Das war einfach. Dann Spiegel kontrollieren. Wieso? Sehe ich nicht gut aus? Nein, ich halte den Wagen an. In diesem entsetzlichen Zustand kann ich nicht fahren. So ist besser. Lektion 12. Gefahren meistern. Eichhörnchen auf der Straße. Was tust du? Blinker benutzen. Nein, das ist die Bremse. Das war das Gas. Und das mein Gesicht. Das hier ist der Blinker, Lenny. Ah, du meinst die Blinky Blinks? Die Blinky Blinks? Ja, gleich hier, nimm den Drehdings. Das Dreh? Das ist das Problem. Ich habe nicht Lenny gesprochen. Es gibt ein Land, das nach mir benannt ist. Nein, ich meine, ich habe keine Worte benutzt, die du verstehst. Ich versuch's nochmal. Du setzt den Blinky Blink. Gut, jetzt bieg links ab. Ich meine, zur Schokoladenseite. Jetzt schwitzt doch langsam was. Hey, Crew, wir brauchen neue Autoteile. Das ist ein Bremspedal. Wozu ist das Bremspedal da? Weiße Schuhe mit weißen Socken. Igitt, stopp! Ganz genau. Das Gas war euch wohl zu aufgebläht. Das ist das Gaspedal. Wozu ist das Gaspedal da? Stiefel aus den 60ern. Go, go! Ja! Lenny, ich glaube, du bist bereit für das nächste Level. Denk an das, was wir geübt haben. Go, go, Stiefel! Weißer Schuh! Oh. Go, go, Stiefel! Oh nein! Lenny, Schokoseite! Ja. Ich kann es! Okay, Lilly, du weißt, was jetzt dran ist. Okay, Lynn, los! Lenny,
Jetzt Phase 2. Operation Lilly vom Wein abhalten. Los, los, los! Okay, das ist der Moment der Wahrheit. Wenn Lilly einschlafen kann ohne, ihr wisst schon wen, ist es geschafft. Sehr gut, ich bin stolz auf euch. Eine Zeit lang sah es eng aus, aber ihr habt an euch geglaubt. Und noch wichtiger, ihr habt aneinander geglaubt. So ein Mist. Endlich ein bisschen Schönheitsschlaf. Oh ja, ich bin zurück. Ach, ich habe so gut geschlafen, dass ich Laurie gleich mal diese Extensions gemacht habe. Jetzt fehlt nur noch ein Tacke. Ich mach das schon selbst. Guten Morgen, Laurie. Was hast du denn, Süße? Du siehst heute Morgen ein bisschen mürrisch aus. Sie hat wahrscheinlich einfach nur Hunger. Schön das Flugzeug aufmachen. Denn gleich kommt der Tunnel. Ham, 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 ham. Oh, sie hat wohl doch keinen Hunger. Vielleicht will sie ja spielen. Lilly, wollen wir zusammen eine Burg bauen? Oder wie wär's mit einem tollen Dinosaurier? Ich weiß was, Lilly. Wir bauen eine Festung. Okay, Lilly, komm rein. Aber keine Pupser. Lilly? Lilly? Vater! Oh Mann, Leute! Jetzt weiß ich, wieso sie so traurig ist. Sie vermisst Fenton. Wir haben sie Fenton nicht vergessen lassen, sondern nur vom Wein abgehalten. Tja, ich weiß, wir fanden die Ruhe sehr erholsam, aber dafür ist unsere kleine Schwester jetzt traurig. Ich sag's nur ungern, aber wir müssen den Fuchs wohl zurückholen. Das habe ich jetzt echt ungern gesagt. Tut mir leid, kein Fenton. Das Teil ist ganz leer. Aber hier ist eine Freundin für Beißzahn. Hör auf, das zu singen! Entschuldige, ich krieg's nicht aus dem Kopf. Sagt, was ihr wollt über den Fuchs. Aber sein Song geht echt richtig ins Ohr. Also, ich hab ihn auch die ganze Zeit im Kopf. Ich auch. Mein Kleinhirn ist leider auch davon befallen. Hey, hör zu! Vielleicht ist Fenton ja doch nicht ganz verloren für Lilly. Das werden wir von nun an wohl immer machen müssen. Aber Hauptsache, Lilly ist glücklich. Kleines Baby, weine nicht. Hab ein Lächeln im Gesicht. Spiel mit mir, dann sind wir schnell. Glücklich, glücklich, glücklich. Uns vom Coach anheuern lassen, damit wir uns auf die Fotos mogeln können, geht los. Aber denkt dran, wir müssen hartnäckig bleiben. Ja, ein Nein akzeptieren wir nicht. Hey, ihr, ich brauche Leute für das Jahrbuch und ein Nein wird nicht akzeptiert. Ach ja, wir akzeptieren auch kein Nein als Antwort. Clyde, er hat uns doch gerade angeheuert. Ah. Das Jahrbuch muss bis Ende der Woche in die Druckerei. Ihr macht die Bildunterschriften. Ich muss jetzt checken, ob sie Skippy der Schulhamster mit Y oder IE schreibt. Mission erfüllt. Warte, das war nur die Operation, uns vom Coach anheuern zu lassen, damit wir uns auf die Fotos mogeln können. Jetzt müssen wir uns noch tatsächlich auf die Fotos mogeln. Und wie machen wir das? Mit Computermagie. Schnapp dir die Jahrbuchdateien. Hey, Coach Bukowski, ich habe hier ein paar...
Lincoln, was tust du denn hier? Clyde und ich arbeiten am Jahrbuch mit. Das ist ja toll. Jetzt brauche ich das Erbsenhirn gar nicht mehr. Ihr tauscht einfach mein Foto aus. Es ist auf diesem süßen kleinen USB-Stick drauf. Na klar, machen wir. Danke, Lincoln. Ups. Coach Bukowski, ein Mann voller Geheimnisse. Was ist das? Falls die Muffins nicht funktioniert hätten. Das hebe ich auf für den Fall, dass wir mal wieder Völkerball spielen. Also, jetzt müssen wir nur diese zwei hübschen Jungs hier kopieren, ein Foto aus dem Jahrbuch nehmen und sie dort einsetzen. So, Mission erfüllt. Findest du? Ich meine, wie viele Leute sehen sich schon das Foto vom Mathe-Club an? Wahrscheinlich nur die Nerds, die drauf sind. Und die Eltern vielleicht. Vielleicht sollten wir uns doch noch auf ein paar andere Fotos mogeln, nur so zur Sicherheit. So, jetzt bleiben wir wirklich allen in Erinnerung. Tierfreunden, Sportskanonen, Schulband, Theaternerds, Technikfreaks und der Mensa-Bedienung. Meine Helden! Danke, dass ihr mein Foto ausgetauscht habt. Stellt euch vor, dieses grässliche Bild wäre veröffentlicht worden. Dann liege meine Karriere als Schönheitskönigin in Trümmern. Und meine Hoffnungen, meine Träume und mein Lebenswille. Und jetzt schnell in die Schule, um die Bilder hochzuladen. Coach? Was tun Sie denn so spät noch hier? Kurzfristige Änderung. Das Jahrbuch muss noch heute fertig sein. Ich hab ja nichts Besseres zu tun. Heute? Aber wir haben... Dumm gelaufen. Hab schon auf Senden gedrückt. Warte nur noch auf den Upload. Coach, Sie scheinen ein Problem mit Wut zu haben. Ich habe 9 Jahre Therapieerfahrung. Brauchen Sie jemanden zum Reden? Ja. Gehen wir doch an einen ruhigeren Ort. Okay, jetzt aber schnell. Und jetzt Zeit für den Upload. Oh, und zwar viel Zeit. Öffnen, alle auswählen und unsere Bilder rüberziehen. Mann, das Ding ist ja echt voll lahm. Deshalb trägt der Coach also eine Mütze. Glaubst du, Sportlehrer war mein Traumberuf? Meine Leidenschaft war irischer Stepptanz, aber mein Vater meinte, mit meinen Senkfüßen hätte das gar keinen Zweck. Entschuldigung. Interessant. Und was haben Sie dabei empfunden? Oh, na los, jetzt komm schon. Wir brauchen mehr Zeit. Und ich dann, das ist mein Leben, Dad. Ich tue, was ich will. Aber meine Mom dann, hör doch auf deinen Vater. Und habe ich auf ihn gehört? Tja. Sieht wohl so aus. Und jetzt sitze ich hier an einem Jahrbuch, das bis morgen fertig sein muss. In den Stepp-Olymp hätte ich aufsteigen können. Doch stattdessen liegt meine Tanzkarriere in Trümmern. Und mit ihr meine Hoffnungen, meine Träume und mein Lebenswille. Naja, auch egal. Ich sehe lieber mal nach dem Upload. Halt, Coach! Ich glaube, wir stehen hier kurz vor einem Durchbruch. Lass gut sein, McBride. Ich habe ein Jahrbuch fertig zu machen. Also, wo war ich stehen geblieben? Also sonst wäre ich jetzt echt sauer. Tja, danke, McBride. 3 Wochen später. Ich kann's kaum erwarten, unsere Fotos zu sehen. Clinkin' McLeod forever. Hey, Clyde, es gibt da etwas, das ich dir sagen muss. Seit 3 Wochen schleppe ich das mit mir rum. Es war einfach nicht genug Zeit, um... Clinkin, du bist der beste Bruder überhaupt. Aber du bist toll, du bist toll, du bist toll, du bist toll. Du auch, Clyde. Meine Karriere ist gerettet und das verdanke ich nur dir. Ja, jetzt sind wir alle verewigt in... Moment, wo sind denn unsere Bilder? Tja, genau das wollte ich dir gerade sagen. Als du den Coach abgelenkt hast, fiel mir ein, wie wichtig Lola ihre Karriere als Schönheitskönigin ist. Ich musste mich also entscheiden. Ich stoppte den Upload unserer Bilder in letzter Minute und kopierte stattdessen Lolas Bilder auf den Rechner. Also, wo war ich stehen geblieben? Entschuldige, Kumpel. Aber jetzt wird man uns vergessen. Jungs, was ihr da getan habt, bedeutet mir wirklich viel. Ich weiß ja, ich bin manchmal eine ziemlich verrückte Nervensäge, aber das werde ich euch nie vergessen. Oh! Warum guckst du mich so an? Lana, was hältst du von einer Jahreskarte fürs Mulan? Du verkohlst mich doch nur, Lincoln. Tu ich nicht. Du musst nur eine klitzekleine Minisache tun. Was ist das? Ich mach alles. Du müsstest einfach statt Lola zum kleinen Miss Prima und Perfekt-Wettbewerb gehen. Und gewinnen. Verarschst du mich jetzt komplett? Ah! Weißt du, wer hier vor dir steht? Jemand, der ihn jetzt schon liebt. Mulans neuesten Hit. Der Milchshaker. So schnell, dass du kotzend durch den Looping rast und deine Kotze wieder im Gesicht landet. Hör auf, Lincoln. Bin dabei. Aber was, wenn Lola das herausfindet? Du weißt doch, wozu sie fähig ist.
Sie wird nichts merken, versprochen. Erstmal müssen wir dich waschen. Sieh dich an! Geschafft! Du bist prima und perfekt! Ich hätte nie gedacht, dass sich das mal so gut anfühlen würde. Nicht mal dieses komische Handtuch stört. Lola, was kann eine Sechsjährige tun, um die Staatsverschuldung auszugleichen? Nein! Einiges, Donny. Nur weil wir erst sechs sind, heißt es nicht, wir könnten nichts unternehmen. Was ist dein Problem? Wir sind alles mit Gils Buch durchgegangen und mit der Begleit-DVD. Und dem Podcast. Warum raufst du es immer noch nicht? Tut mir leid, Lincoln. Egal, was ich auch mache. Ich kann nicht prima und perfekt sein wie diese Mädchen. Irgendwas stimmt wohl nicht mit mir. Lana! Warte, mit dir ist alles in Ordnung. Ich hab alles verbockt. Ich war so verrückt nach den Jahreskarten, dass ich zu Gilde Lilly wurde, der, wenn man genau drüber nachdenkt, seinem Leben einen Sinn geben sollte. Ja, aber trotzdem, warum kann ich nicht wie sie sein? Weil du du bist. Du bist schludrig und schmuddelig und hast eine Menge Zeugs in den Taschen. Aber gerade das macht dich aus. Und es war blöd von mir, dich ändern zu wollen. Oh, danke, Lincoln. Meine Damen und Herren, Miss Lola Loud mit ihrem sagenhaften Bändertanz. Tja, ich bin dran. Ich tue mein Bestes. Vergiss den Bändertanz. Führ doch lieber dein wahres Talent vor. Ehrlich? Okay, aber dann können wir uns von den Jahreskarten verabschieden. Das ist mir egal. Jetzt geh und sei du selbst. Yo, Hops, gib mir ein Beat. Woohoo, das ist meine Schwester! Und das ist deine andere Schwester! Warte, das ist meine Schuld, nicht Lanas. War alles meine Idee. Ich habe doch jahrelang an meinen guten Ruf in der Schönheitsbranche gearbeitet. Und du hast alles ruiniert! Lola, hör mal! Und die Gewinnerin ist Miss Lola Loud! Juhu! Lola, ich hätte mich nicht für dich ausgeben dürfen. Sei nicht sauer auf mich. Nein, das war echt nicht nett. Aber du hast gewonnen. Und ich respektiere Gewinner. Aber trotzdem ist die hier für dich. Nein, du hast es verdient. Ihr beide. Und die Mulan-Jahreskarten. Wir zwei fahren ins Mulan-Land. Wir sitzen hier in Frösche. Das klingt grauenhaft. Das kannst du nicht machen. Das sind nur Frösche, Lana. Was ist schon dabei? Ich werde dir zeigen, was dabei ist. Sieh dir meinen Film über Hops an. Hops, ein Leben in kleinen Sprüngen. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich meinen künftigen besten Freund traf. Oh! Du bist der beste, Froschi. Also, ich muss los. Dad macht heute Hackbraten. Danke für den tollen Tag. Oh. Du bist einsam, oder, mein Kleiner? Willst du mitkommen und bei mir wohnen? Ich glaube, ich nenne dich Hops. Seit diesem Tag sind wir praktisch unzertrennlich. Wir essen immer zusammen. Hops mag seine Grillen mit Schokostreuseln, aber mir schmecken sie pur besser. Wir spielen zusammen. Wir machen sogar unsere Schulfotos zusammen. Na schön, Kleine, lächeln. 3, 2, 1, Cheese. Gute Nacht, Kumpel. Ich kann mir das Leben ohne meinen besten Freund Hops gar nicht mehr vorstellen.
Schönste, was ich je gesehen habe. Verstehst du, Lincoln? Frösche sind viel cooler von außen als von innen betrachtet. Bitte, du darfst sie nicht sezieren. Werd ich nicht. Und das wird auch sonst niemand machen. Wie meinst du das? Wir gehen auf eine Rettungsmission. Und jetzt mit Hops. Also dann, Kinder, gleich nach dem Mittagessen hopsen wir direkt zu unserer Froschsezierung. Na kommt schon, Leute, ich liefere euch hier ein Wortspielfeuerwerk. Lana, wo bist du? Oh, echt gutes Versteck. Was redest du da? Hops und ich essen nur zum Mittag. Komm mit. Wir haben hier ein Problem. Ein oberflächenmontiertes Walzenschloss mit Drehregelmechanismus. Und nochmal auf Deutsch? Wir müssen einen anderen Weg reinfinden. Direktor Huggins! Falsches Zimmer, falsches Zimmer! Gut gemacht, Hops. Wie geht's, Fröschlein? Wir sind hergekommen, um euch zu retten. Nichts wie weg. Meine Frösche! Direktor Huggins! Direktor Huggins! Wow, das Täuschungsmanöver mit dem Fenster war genial. Glaubst du, das hier ist meine erste Tierrettungsaktion? Ihr seid frei, meine Amphibienfreunde. Ihr seid frei. Viel Glück, Fröschlein. Habt ein schönes Leben. Ihr solltet jetzt doch so langsam verschwinden. Im Ernst, Leute, los! Wollt ihr etwa auf der Speisekarte landen? Bewegung! Warum laufen sie nicht weg? Sie wissen wohl nicht, wie man in freier Natur überlebt. Hey, du! Spuck ihn aus! Lincoln, wir können sie nicht hier lassen. Du hast recht. Wir bringen sie nach Hause, bis uns was Besseres einfällt. Denk nicht mal dran, Freundchen! Hier sind sie sicher. Komm, wir müssen los. Die Mittagspause ist gleich vorbei. Okay, Hops. Behalt sie im Auge, bis wir zurück sind. Hops, wie sind die Frösche rausgekommen? Lori? Alles okay bei dir? Da saß eine Mücke drauf. Okay. Du drehst durch, laut. Du brauchst Hilfe. Denk nach. Wen rufe ich an? Arr, dieser Geist ist wirklich clever. Wenn ich ihn fangen will, dann brauche ich meine offizielle Original-Hunter-Spectre-Phantombrille. Meinen zuverlässigen Geisterübersetzer und natürlich meinen Gespensterfaser. Oh, Achtung, ein Geist! Oh, au! Hier ist Clyde. Clyde, hier ist Lori. Ich habe ein Riesenproblem und ich brauche deine Hilfe. Lori, ich glaube, du hast dich verwählt. Hier ist Clyde. McBride. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass du der Kopf der Klinkeln-McCloud-Operation bist. Deshalb rufe ich dich an und nicht Lincoln. Lori, ich kann dich hören. Oh, sorry. Du bist sicher auch nützlich. Hör zu, hier ist ein Geist auf dem Campus und ich brauche eure Geisterjäger-Expertise, um ihn loszuwerden. Ein Geist? Wir warten schon ewig auf so einen Anruf. Das muss unter uns bleiben, sonst denkt jeder hier, ich drehe durch. Und aus dem Grund müsst ihr auch äußerst diskret vorgehen. Keine Sorge, Diskretion wird bei uns großgeschrieben. Schnappen wir uns diesen Geist, los! Halt! Ich hab auch einen. Der Geist wird von uns verspeist. Auf geht's! Lincoln, du hast dein Spielzeug vergessen.
ist ein Gespensterfaser, Dad. Hey, da ist ja mein Mädchen. Dad. Okay, Dad, musst du nicht los? Okay, okay, mach's gut, viel Spaß. Da ist Lasagne in Linkels Spielzeugtasche. Dad, das ist keine... Ihr seid ohne Witz meine Rettung. Ich bin so außer mir, mir fallen schon die Haare aus. Was du nicht sagst. Wir müssen diesen Geist ganz schnell und leise loswerden, sonst kann ich nicht richtig spielen. Sauber, keine spektralen Aktivitäten. Ah! Oh! Ein neuer Candy. Und hier hat mich der Geist mit Büchern beworfen. Ja, ganz genau so. Ich rette dich, Larry. Ah! Nicht auf mich schießen, schieß auf den Geist. Da ist er! Jetzt haben wir dich, Geist! Fertig, zielen! Da ist bei den Sachbüchern! Jetzt bei den Biografien! Er will zu den Liebesromanen! Nein, halt! Er kommt zurück! Das war echt der Hammer! Oh, schnell, er entkommt! Ihm nach, los! Entschuldigung, hier zum Aufwischen. Ich muss los! Oh, echt jetzt? Musste er denn ausgerechnet in den dunklen Wald? Hier, Lori, mit der Geisterschutzhülle bist du sicher. Das ist doch bloß ein Sweatshirt. Ah, kann ja nicht schaden. Ich glaube, er versucht uns was zu sagen. Der Geisterübersetzer! Verpasst auf keinen Fall! Arrgh! Das kann nicht stimmen. Weniger reden, mehr schießen! Fertig! Zielen! Die Batterien sind leer! Jetzt reicht's! Hör zu, Geist! Lass meine Schwester in Ruhe! Du machst ihr Angst und das ist echt nicht nett! Du solltest dich was schämen, Geist! Funktioniert. Der Geist reagiert auf Schuldgefühle. Genau wie ich. Lass Lori laut in Ruhe. 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 Ja, geschafft. Wir haben den Geist vertrieben. Ach, danke schön. Ich wusste, du schaffst es, Clyde. Lincoln, ich hatte meine Zweifel, aber du warst nicht übel. Danke schön. Schätze ich. Endlich kann ich mich aufs Training für das Turnier konzentrieren. Hey, wo hast du den Keks her? War in der Tasche. Da habe ich ihn reingesteckt. Einen frohen Heiligabend. Ich habe extra Blumenkohl-Cupcakes für euch gebacken. Ih, die riechen ja wie die Socken vom Weihnachtsmann. Hey Link, frohe Weihnachten! Wünsche ich dir auch. Hey, wer hat zwei Schultern und ein Rip-Hardcore-Rucksack zum Schultern? Dieser Typ. Ich meine du? Ja, wenn du mich das nächste Mal siehst, bin ich gewappnet gegen alle Gefahren im wildesten Dschungel überhaupt. Jeder weiß, dass das die Schule ist. Hey, wen beschenkst du eigentlich? Oh nein, ich hab's vergessen! Clyde, ich muss Schluss machen. Ja, es ist offen. Noch habe ich Zeit. Liebe Kunden, die Royal Woods Mall ist jetzt geschlossen. Ihre Angehörigen haben sicher Verständnis dafür, dass sie versagt haben. Frohe Weihnachten. Was soll das heißen? Du hast kein Geschenk für mich. Naja, ist immerhin besser als nichts. Wieso ist es denn am Heiligabend nur so voll hier? Ja, hallo, mein kleiner Weihnachtsspatz. Willkommen im Hab-die-Weihnachtseinkäufe-vergessen-Club. Meine Schwester Mary und ich wollten uns dieses Jahr eigentlich nicht schenken. Und jetzt höre ich doch tatsächlich, dass sie mir einen Lenkradschoner gehäkelt hat. Oh. Ein Gutschein für ein Burger-Menü, bitte. Tut mir leid, ausverkauft. Oh.
Okay, dann nehme ich den Burger gleich mit. Kann ja eine Schleife drum machen. Tut mir echt leid, die Burger sind auch aus. Bastel doch eine Schleife aus dem Burgerpapier. Das kann doch nicht wahr! Psst. Hey, Lincoln Lam. Chandler? Ich kann dir vielleicht helfen. Ich habe gerade dein Gespräch da drin belauscht. Hast du am Heiligabend nichts Besseres zu tun? Also, willst du nun ein Geschenk oder nicht? Dann sag an. Kennst du die Kläranlage? Du glaubst nicht, was die Leute aus Versehen im Klo runterspülen. Wunderschön. Meine Schwester wird... Das glaube ich auch. Aber zuerst reden wir mal über den Preis. Ich gebe dir alles, was ich habe. $20? Da muss schon mehr für mich drin sein. Was hast du noch? Gewonnen. Los, komm mit. Hier, für dich. Der RIP Hardcore Rucksack? Cool. Jetzt habe ich zwei. Ja, ein Endorfeldtor. Das wollte ich schon immer haben. Ja. Perfekt. Ich danke dir vielmals, Lenny. Lincoln, willst du nicht dein Geschenk aufmachen? Oh, tut mir leid. Ich habe meinen schon gestern Abend aufgemacht. Lincoln, wir müssen die Geschenke wohl verstecken. Danke, Luna. Genau das, was ich wollte. Lola, mach dein Geschenk auf. Die schönsten Ohrringe aller Zeiten. Das ist auch egal, dass sie irgendwie komisch riechen. Die waren doch bestimmt teuer. Das bist du mir wert, Lola. Ah. Hä? Wahnsinn. Danke, Lilly. Ich liebe es. Frohe Weihnachten, Lincoln. Warum muss ausgerechnet ich das machen? Weil du dir das Sagen hast. Schon gut, schon gut. Los, komm, Luann, leuchte mal. Und wieder ist mein helles Köpfchen gefragt. Ich dachte, ich bleibe heute hier, aber ich schätze, ich gehe doch aus. Lisa, gib ihr noch so einen Keks. Wir verraten es auch nicht. Negativ. Das war der einzige Prototyp. Ist ja toll. Da im Keller ist was. Ich gehe da nicht runter. Oh, du hast Angst im Dunkeln. Hab ich gar nicht. Du hast Angst im Dunkeln. Ich hab vor überhaupt nichts Angst. Du bist doch derjenige, der hier Geisterjäger sein will. Ein Geist ist da unten im Keller. Leute, ich hab keine Zeit mehr. Es ist wirklich wichtig, dass ich das repariere. Okay, Ruhe. Kommt her, ihr zwei. Alles okay. Ihr müsst echt keine Angst haben. Euer großer Bruder beschützt euch. Genau genommen werde ich euch nämlich alle beschützen. Denn ich bin Kadett Lincoln, einer der besten Schüler der Akademie für richtig gute Geisterhatz. Oder? Kadett Clyde, hier ist Kadett Lincoln. Vergiss den Plan. Ich brauche Verstärkung. Kadett Clyde meldet sich zum Dienst. Lori? Alarm, Alarm, Stufe Rot, Logikfehler, Schaltkreisüberlastung, muss Mission abbrechen. Ich sag doch, echt peinlich. Ich werde mich nun an den furchterregendsten Ort des Hauses begeben, den Keller. Doch keine Angst, mit meinem offiziellen Arg-Nachtsichtgerät kann ich im Dunkeln sehen. Lincoln, alles okay? Die schlechte Nachricht, das Gerät ist nur ein Spielzeug. Man sieht damit gar nichts im Dunkeln. Die gute, es hat mein Aufprall auf den harten Kellerfußboden abgefedert. Hey, ich glaube, meine Videokamera hat einen Nachtsichtmodus. Sehr gut. Genau wie bei den Kameras, die sie bei Ark haben. Ich gehe runter. Warte, du willst uns doch hier oben nicht alleine lassen, oder? Ich meine, wir können dich doch unmöglich ganz allein darunter gehen lassen. Wir sollten zusammen darunter, als Gruppe. Also gut, alle mir nach. Bleib besser bei mir. Man kann nie wissen, was hier unten im Dunkeln alles lauert. Die Situation ist ganz und gar nicht lustig, obwohl ich schwarzen Humor mag. Wer berührt da meine Hand? Du berührst selbst deine Hand. Ich hasse Keller. Ah, wer stört da? Keine Panik, das sind nur die Rohrleitungen. Was ist das für ein Kratzen? Keine Angst, es ist nur Cliff die Katze. Was ist das für ein Geruch? Das ist nur Lillys volle Windel.
Seht ihr, ich hab doch gesagt, hier ist nichts, wovor man Angst haben muss. Was ist denn? Lincoln! Lincoln! Da ist ein Geist und er weiß, wie ich heiße. Ich rette euch, Schwestern! Ja! Hiya! Nimm das, böser Geist! Entspann dich, Lincoln. Das ist kein Geist, das ist nur unsere Wäsche. Lincoln! Lincoln! Hörst du mich? Clyde? Ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich kein so guter Ark-Kadett bin. Und geht deine Schwester auch mit jüngeren Männern aus? Auf gar keinen Fall. War das deine Schwester? Alarm, Alarm, Stufe Rot. Überlastung, Überlastung. Leute, ich kann immer noch nichts sehen. Deine Augen sind auch geschlossen. Es ist ein Wunder. Der Erste auf dem Sofa hat das Glatzenkommando. Ich kann immer noch der Erste sein. Das war mit Abstand die beste Arg-Folge aller Zeiten. Hätte ich die verpasst, wäre ich echt sauer. Nein! Jetzt habe ich's doch noch verpasst. Tut mir leid, dass du's verpasst hast. Dafür hast du was erlebt. Guck mal. Da ist ein Geist und er weiß, wie ich heiße. Ah! Ja, klar, ich habe meine Serie verpasst, aber manchmal geht es nicht darum, der Erste zu sein, sondern einfach darum, dass man zusammen ist. Wir alle. Du hast mich vergessen. Hey, Lincoln. Oh, hey, Lucy. Was hat Bertrand gesagt? Wir wählen heute Abend. Na, das ist doch toll. Nein, das ist nicht toll. Haiku und ich haben je 3 Stimmen. Das heißt, Bertrands Stimme ist entscheidend und er wählt garantiert wieder Haiku. Oh Mann, tut mir leid, Lucy. Aber wenigstens hast du's versucht. Ich darf nicht aufgeben. Haiku weiß nicht, wie der Club läuft, aber ich schon. Schade, dass ihr nicht noch ein Mitglied habt, das wählen kann. Das habe ich mir jetzt selbst eingebrockt, oder? Das Ergebnis steht fest. Und es scheint so, als gäbe es ein Unentschieden. Lucy und Haiku haben je 3 Stimmen. Als amtierender Präsident ist es nun meine Pflicht. Ist das hier der Bestatterclub? Lincoln, was zum Totenreich machst du denn hier? Oh, tja, ich würde gern bei euch mitmachen. Ich interessiere mich seit kurzem sehr für den Tod. Ah, tote Schlange! Das war nur ein Freudenschrei. Echt jetzt, Lucy, dein normaler Bruder? Hey, ich bin genauso überrascht wie ihr. Also gut. Ich schätze, als neues Mitglied darf er dann wohl an der Wahl teilnehmen. Ich stimme für Lucy, danke. Wow, dann habe ich wohl gewonnen. Echt genial, Fangzahn. Mein erster Tag als Präsidentin. Gleich darf ich die Todesanzeigen verlesen. Wieso? 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 Clyde? Oh, guten Morgen, Lucy. Hier gehe ich immer hin, wenn ich weinen muss. Was ist denn? Du kennst doch das Schulmaskottchen und mein Durchsagekumpel, Ricky den Gockel. Der mit dem kaputten Kamm, der Herzstörung und der Gicht? Ja, er ist jetzt in der großen Scheune im Himmel. Mein aufrichtiges Beileid, Clyde. Dankeschön. Weißt du, erst gestern noch hat er das hier meinem Arm angetan. Ah, er fehlt mir so sehr. Weißt du, der Bestatterclub könnte seine Beerdigung ausrichten, um ihn zu ehren. Ich meine, ich bin jetzt die Präsidentin. Ich werde es später vorschlagen. Ja, wirklich? Das wäre toll. Allerdings, ich bin auch in tiefer Trauer. Nur keine Sorge, Ricky kriegt die Beerdigung, die er verdient. Hey, wo sind denn die anderen? Ich habe Neuigkeiten. Wir planen Rickys Beerdigung. Tut mir echt leid. Sind alle ausgetreten. Was? Ja, das soll ich dir geben. Die fühlen sich betrogen von dir wegen der Präsidentschaft. Tja, dann müssen wir 2 Rickys Beerdigung eben allein ausrichten. Und wenn sie sehen, wie wunderschön sie ist, werden sie merken, dass ich die Präsidentschaft verdiene. Ob das die logische Schlussfolgerung ist? Komm mit, wir haben eine Menge zu tun. Mein letztes Geschenk an Ricky ist eine Reise in den Himmel. Darin. So kann er doch noch die Freuden des Fliegens erleben. Ein Katapult? Was? Es geht heim, süßer Prinz. Gute Reise.
Zeit. Er sollte in die große Scheune im Himmel gehen, aber stattdessen fliegt Ricky jetzt nach Cincinnati. Nein, 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 nein. Das ist ja echt grauenhaft. Einfach schrecklich. Skandalös. Halt, geht nicht. Wartet. Es tut mir leid, die Beerdigung war eine Katastrophe und das ist nur meine Schuld. Ich bin wohl doch keine so gute Präsidentin, wie ich dachte. Und es tut mir leid, dass ich Lincoln in den Club geholt habe. Das war ein billiger Trick, aber am schlimmsten ist, dass Ricky keinen schönen Abgang hatte. Schnief. Hör zu, Lucy, vielleicht können wir die Beerdigung ja doch noch retten. Wirklich? Auch eine Präsidentin braucht manchmal Hilfe. Wir sind schließlich ein Club. Verabschieden wir Ricky richtig. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Danke, Heiko, dass du ihn gefunden hast. Kein Problem. Ich habe ihn einfach an der Gepäckausgabe abgeholt. Danke, Dante. Für Ricky. Jetzt ist er an einem besseren Ort. Es wird Zeit. Genau aufs Stichwort. Achtung, jetzt kommt das große Finale. Ricky, Ricky, so hieß er. Und der Abschied, der fällt so schwer. Das ist ja so geschmackvoll. Was für eine tolle Bestatterclub-Leistung. So habe ich Lynn wirklich noch nie gesehen. Hoffentlich nimmt sie es nicht zu schwer. Oh nein, sie stemmt vor Wut Gewichte. Und das klingt mir nach 50 Pfündern. Oh. Korrektur. 60 Pfünder. Ich red mal mit ihr. Willst du über das Spiel reden? Ich nicht. Also lass mich in Ruhe. Okay, gut. Ehe du mich nervst, erzähl ich's dir. Irgendwie hat Scoots mich erwischt. Normalerweise kann ich gegnerische Fans immer gut ausblenden. Ja. Aber diesmal wurde es persönlich. Sie hat mich an meiner Art zu rennen zweifeln lassen. Ach, Junge, du weißt echt immer, wie man mich beruhigen kann, Lincoln. Danke. Aber ich krieg's gut. Einfach nicht aus dem Kopf. Ich glaube, da weiß ich eine Lösung. Los, komm mit nach unten. Okay. Oh, mein Fuß! Danke, aber nein, danke. Ich will das Spiel nicht nochmal sehen. Nein, nein, keine Sorge. Was ich dir jetzt zeige, könnte dein Problem lösen. Nur ein müder Abklatsch vom Bändertanz des Miss Klein, aber Oho-Wettbewerbs entlockt mir höchstens ein Gähnen. Oh nein, wo ist die verflixte Taste zum Löschen? Okay, Lola hat also auch Kritiker. Und was soll mir das helfen? Damit hatte ich schon gerechnet. Wie wär's, wenn ich dir zeige, dass alle in der Familie Kritiker haben? Gut, wenn das hilft, die Emus zu vertreiben, gebe ich dir eine Chance. Aber wenn du falsch liegst, darf ich dir 100 Kopfraspler geben. Gibt's da noch Verhandlungsspielraum? Okay, und schon geht's los. 1, 2, 3, 4! Oh, die klingen ja schlimmer als Omas Blockflötentrio. Und das nennst du Schaum? Abholen! Bäh! Ihr solltet bei Lasagne bleiben. Das schmeckt ja wie meine Gebisshaftcreme. Das hier sind alles Leserbriefe. Manche sind ziemlich gemein. Liebe Rita, Ihre Tipps sind mies. Nächstes Mal frage ich lieber Mr. Bobbins, meine Katze. Lies mal die Kommentare auf Luans Comedy-Vlog. Der User nicht witzig 123 schreibt eine Menge. Nicht witzig, Daumen runter Emoji, nucht witzig. Ich glaube, das soll auch nicht witzig heißen, aber du verstehst schon. Wieso musstest du uns von unseren Kritikern erzählen? Wir sind alle total verunsichert. Hey, ich habe euch nur von den Kritikern erzählt, weil ich Lynn helfen wollte. Stinken! Ich
Ich hoffe, du meinst das liebevoll. Deine blöde Kur hat mich nicht kuriert. Scoots hat wieder gelästert und ich habe wieder Emo-Beine. Und nicht mal bei einem Spiel, sondern im Einkaufszentrum. Lynn, wieso achtest du überhaupt auf Scoots? Wieso achtet irgendjemand von euch auf diese Leute? Ist doch egal, was die sagen. Für dich ist das leicht gesagt. Du musst ja nicht damit klarkommen. Du hast unser Leben ruiniert. Lebensruinierer. Ich hab Ruinierer. Oh. Moment. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, dieses Video hilft euch. Wär schon gut. Mein Emo-Zustand verschlimmert sich. Wenn du dich jetzt mauserst, bin ich raus. Wie ihr gleich sehen werdet, habt nicht nur ihr Kritiker. Und zwei von drei Schülern glauben, dass Lincoln ein Trottel ist. Gleich breche ich meinen eigenen Rekord. Für Blödheit. Ha, lass dich lieber selbst verschwinden, Lincoln Lahm. Dieser Chandler ist ja ein Volltrottel. Ja, allerdings. Aber er stört mich nicht und darum geht es. Ich meine, zu Anfang hat er mich schon genervt, aber als ich ihn ignorierte, da wurde es leichter. Und was interessiert's mich schon, was er sagt? Ich tue das, was ich liebe. Und das ist alles, was zählt. Und wenn du mit Chandler fertig wirst, kommen wir auch mit unseren Kritikern klar. Ist das Teil da echt euer Ernst? Sieht aus wie selbstgebaut. Klar, ist es auch. Wart nur, bis es losgeht, du Knilch, dann wirst du richtig Staub fressen. Nan. Wir schaffen das, Lana. Schön, dass du endlich an Loud Lightning glaubst. Was soll ich sagen? Ich hab das Gefühl, unsere Chancen stehen gut. Alle auf Position? Jawohl. Ja. Auf geht's. Und jetzt einen riesen Applaus für unseren Ehrengast, Bobby Fletcher. Da ist sie. Gut. Okay, Lana, konzentrier dich. Werft die Motoren an, Leute. Das erste Auto, das die Rennstrecke umrundet, hat gewonnen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Operation Kegelzone. Umleitung? War die schon immer hier? Ja, steht hier auf der Streckenkarte. Augen nach vorne, Lana. Wuhu, jetzt fällt uns nichts mehr auf. Und wir halten. Komm schon, Loud Lightning, du schaffst das. Startet Operation Magna Boost. Ja, ich wusste, mein Baby schafft das. Ja. Nichts passiert. Operation Schweineparade starten. Showtime, Mädels. Ich kann die anderen Autos riechen, so nah sind sie. Halt, das ist kein Abgas. Das riecht nach Schlamm. Schöner, brauner Schlamm. Nicht jetzt, Lana. Das ist die Chance. Halt auf die Rampe zu. Gut, gut. Wuhu! Die Linie liegt vor uns. Sie dürfen uns jetzt nicht überholen. Ganz ruhig, das wird schon. Ich habe meine Geheimwaffe bis zum Schluss aufgespart. Ich leg den Turbo ein. Ich sagte Turbo. Los, Turbo. Operation Flügelmann. Turbo Boost. Wir werden gewinnen. Was summt denn da so? Gar nichts. Schau nach vorn. Drohnen? Was zum Geier geht denn hier ab? Ich bin genauso erstaunt wie du. Wo kommen die nur her? Schluss mit dem Unsinn. Du mogelst doch, Lincoln. Ja, und zwar schon seit dieses Rennen begonnen hat. Diese merkwürdigen Sachen, die bei der Fahrt passiert sind, das warst du! Lana, jetzt hör doch! Halt jetzt den Mund! Du bist raus als mein Beifahrer! Komm schon, Hobbs, wir machen jetzt auf ehrliche Art weiter.
Lana, halt bitte, es tut mir leid. Ich wollte doch nur einen Ausgleich schaffen. Die anderen Autos sind alle gekauft und das ist doch auch nicht fair. Aber wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Die anderen Autos sind mir ganz egal. Ich dachte, du willst gewinnen. Ja, aber doch nicht so, sondern wie eine echte Rennfahrerin, so wie Bobby. Und deshalb starte ich jetzt auch von vorn. Das ist echt ehrenhaft. Ich hätte dich gleich so fahren lassen sollen, wie du willst. Ich weiß, du wolltest nur ein guter großer Bruder sein. Also, brauchst du noch einen Beifahrer? Spring rein! Anschnallen und dann mal los! Oh! Hops! Endlich im Ziel! Schade, dass keiner mehr wach ist, um es zu sehen. Ich schon! Mein Glückwunsch! Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ihr seid die Einzigen mit selbstgebautem Auto und jetzt möchte ich eine Runde damit drehen. Oh, aber klar, Bobby. Einen kleinen Moment. Ich habe noch was für dich. Wow, der ist toll. Den kann ich überall tragen. Im Kino, auf der Rennbahn, im Burgerladen. Wie geht's, Kumpel? Du hast also mein Buch dabei. Soll ich es dir signieren? Also, dann gib mal her. War mir ein Vergnügen. Jetzt nur noch die Mädchen holen und dann ab nach Hause. Gut, Leute, jetzt können wir tun, was ihr wollt. Ah, wo sind sie hin? Keine Panik, einfach den Zugspuren folgen. Wie soll ich sie hier nur jemals aufspüren? Halt! Das Buch! Urin trinkbar machen, Feuer mit Fußnägeln in Gang bringen. Ah, das Aufspüren von Tieren in der Wildnis. Mit ein bisschen Glück, meinem Ortungsbandana und den 4 Beutezeichen. Da finde ich meine Schwestern ganz schnell. Arr. Seltsamkeiten, Behausung, Nahrung. Oh, Spuren! Genau wie ich vermutet habe. Lisas Chemikalien. Sie kann nicht weit sein. Hallo, Bruder. Die Geräte dieses Ladens waren ineffizient. Multitasking sieht anders aus. Ich habe sie zu einem Gerät zusammengesetzt, das alles kann. Eiswürfel? Hemden bügeln? Wo sind unsere Schwestern? Ich bin mir nicht sicher. Ich flog in einer scharfen Kurve beim Sofaladen aus dem Zug. Er war durch den Einwurf der vielen Münzen eindeutig zu aufgedreht. Komm schon, wir müssen sie finden. Lola, genug gespielt, wir müssen los. Wie sprichst du mit deiner Königin? Werft ihn in den Kerker! Lola, halte! Ich wollte dich nur vorwarnen. Draußen ist eine andere Königin, die sagt, sie ist viel mächtiger als du. Was? Da schlag ich den Kopf ab! Hier ist ja gar keiner! Du Lügner! Raffiniert, Sir! Und Abzug! Kümmert euch um mein Königreich! Aha, hier ist noch ein Hinweis. Nahrung! Lincoln, das ist keine Menschennahrung. Oh doch, für eine Person schon. Lana! Lana, raus. Komm, los. Kommt nicht in Frage, Lincoln. Ich muss die Enteneier warm halten. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wir schaffen es noch, bevor Mom und Dad zu Hause sind. Und Lily lassen wir einfach hier. Ah, Lily, die hatte ich voll vergessen. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich noch in dem Zug. Auf den ist sie echt abgefahren. Ihr bleibt schön hier. Verzeihen Sie, Miss Goods, könnten Sie mich fahren, bitte? Ich muss diesen Zug einholen. Das ist doch wohl eher dein Problem. Hören Sie, Sie haben doch kein Autogramm von Rip bekommen. Wie wär's, wenn ich Ihnen meins gebe? Mit Signatur von meinem Schatz? Gut. Aus dem Weg, ihr Lamenten! Oh!
kleine Hellseherin hatte recht. Mein Geschäft hat hohe Wellen geschlagen. Wow, gut gemacht, Lincoln. Danke. Tja, wir sollten besser gehen. Halt. Und dein signiertes Buch? Sind wir nicht deswegen hergekommen? Das habe ich Scoots gegeben, damit sie mir mit Lilly hilft. Tut uns leid, großer Bruder. Auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, ich weiß, das Autogramm war wichtig für dich. Aber nicht so wichtig wie ihr. Ich hätte euch gar nicht erst herschleifen dürfen. Ich bin schließlich verantwortlich für euch. Tut mir leid. Ist schon gut, großer Bruder. Wir verzeihen dir. Fast. Gehen wir nach Hause. Ich kann's kaum erwarten, bis ihr blöder Auftritt vorbei ist. Sie geht mir voll auf den Keks. Ja, wem sagst du das? Sie ist nicht mal witzig, sondern einfach nur nervig. Nervig ist gar kein Ausdruck. Dann hört sie endlich damit auf. Sie ist echt uncool. Ich hab's auch satt. Schon wieder ein Muntermacher? Gern. Willst du? Nicht schon wieder. Oh. Danke. Hey Leute, wisst ihr, wo meine Haarbürste steckt? Keine Ahnung. Wo steckt deine Haarbürste denn, Luann? Oh, ist schon gut. Da ist sie. Also das war ja total schräg. Allerdings, sie hat nicht mal das hier gemacht. Au! Gleich ungelöst. Ich fass es nicht, dass Pythagoras dran gescheitert ist. Spring doch ins Auge. Sagtest du ins Auge springen? Oh nein, das geht jetzt ganz sicher voll ins Auge. Sieht nämlich echt schwer aus. Mein Glückwunsch. Glückwünsche statt der üblichen Torte ins Gesicht? Das verstehe ich nicht. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich. Könnt ihr mir Geld leihen? Ich könnte mir Geld leihen, wer? Bitte, wenn ihr mir nicht helft, frage ich eben Lola. Hey Lola, kannst du mir Geld leihen? Ah, haha, ich verstehe schon, Spielgeld, wirklich witzig. Oh, du willst dir wirklich Geld leihen? Danke. Also Luann benimmt sich echt merkwürdig. Sie hat mich um Geld gebeten und hat dann aber gar keinen Witz daraus gemacht. Oh, keine Witze über Käse oder Salat oder Brot? Oh, das ist echt seltsam. Hey, da fällt mir ein, sie hat mir vorhin auch keine Torte ins Gesicht geknallt. Sie hat an meinem Sarg geklopft, nur um sich Geld zu leihen. Fragen wir sie doch mal, ob es ihr gut geht. Oder vielleicht sollten wir dankbar für diese Pause sein. Das muss gefeiert werden. Ich bin dabei. Endlich können wir Torte essen, ohne dass sie in unserem Gesicht landet. Also nutzen wir die Gelegenheit. Ja! Ich bring den Müll raus. Wer hat noch was? Du hast aus Versehen deine Flyer in den Müll geworfen. Nicht aus Versehen. Ich mach nicht mehr beim Wettstreit mit. Weißt du, Comedy ist für mich gestorben. Was? Wieso gibst du deine Leidenschaft auf? Na, weil ich gehört hab, was ihr über mich gesagt habt. Hey, das war nicht so gemeint. Ein Spaß, nichts weiter. Weißt du, du hast uns in letzter Zeit ganz schön rangenommen. Wahrscheinlich nur, um für deinen Auftritt zu proben. Du musst dich nicht rausreden, Lincoln. Ich verstehe schon, ich bin einfach nicht witzig, sondern nur nervig. Und wo du den Müllbeutel schon mal da hast, Buch mit Witzen, Müll. Nein, Luann, du bist witzig. Wir wollten Müll. Doch nicht... Furzkissen, Müll. Ist schon gut, Lincoln. Ich bin euch sogar dankbar, wenn ich schon meine eigene Familie nerve. Wie sehr muss ich dann erst ein fremdes Publikum nerven? Danke fürs Müll rausbringen. Schnell, stellt die Torte weg. Wieso? Explodiert sie gleich? Nein, und das wird sie nie wieder. Luann hat gehört, was wir über sie gesagt haben. Und jetzt gibt sie die Comedy auf. Wow, dann wird ihre Show in der Kicherkombüse aber richtig mies. Nein, sie wird dort gar nicht mehr auftreten. Aber das war doch so eine Riesensache für sie. Sie hat sogar in ihr Tagebuch geschrieben. Nehme ich an. Wir müssen sie überzeugen, aufzutreten. Die Show ist schon morgen Abend. Uns muss schnell was einfallen. Ich weiß schon was. Los, kommt her. Ladies und Gentlemen, willkommen zum Junior-Comedy-Abend. Begrüßen Sie mit einem Kicherkombüsen-Applaus unseren ersten Komiker, Lincoln Lau. Lincoln? Und was macht er da mit meinem Witzebuch? Hallo, Royal Woods. Glaubt ihr hier wirklich alle, dass Make-up euch schöner macht, Leute? Da seid ihr auf den Hund gekommen. Das ist die falsche Pointe. Weiter geht's. Hier ist einer, der haut euch um. Wieso überquert ein Hut die Straße?
Halt, der geht doch irgendwie anders. Oh, ach Huhn, die Schrift ist wirklich schwer zu entziffern. Warum hatte der Clown Sahne im Auge? Na, ist doch wohl klar, ihm knallt eine Pforte ins Gesicht. Nein, nein, nein! Ihm knallt eine Torte ins Gesicht. Oh, sein Auftritt war nicht gerade erste Sahne. Schluss jetzt, sonst wird der Milchbubi noch sauer. Kennt ihr den Unterschied zwischen Fußgängern und Fußballern? Der Fußgänger geht bei grün, der Fußballer bei rot.